Und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Da war mein Akku gerade voll, beziehungsweise mein Speicher war voll. Musste ich jetzt erstmal das andere Video runterlöschen und ja, aber nun sind wir zurück und ich war dabei, das aufzumachen. Und zwar sind das Kristalle. Also so nennt sich das. Ich denke mal, die sind vom QVC. Aber Romy, das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder was? Guckt euch das an. Also ich lasse das jetzt, also weiter aufmache ich nicht, aber so, dass wir das jetzt mal so durchgehen. Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ich das zulasse. Ansonsten fliegt das hier alles rum. So. Guckt euch das mal an. Warte mal. Kann ich euch nochmal schärfer machen? Ja. Ich hoffe, das ist auch nicht zu dunkel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch jetzt am besten stellen könnte, dass es heller wird. Moment mal ganz kurz. Also ich habe hier keinen Pause-Knopf an meinem. Moment. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Auf alle Fälle, ich habe keinen Pause-Knopf. Und ich mache mal ganz kurz mein Licht. Vielleicht geht das ja besser. Also das ist auch ein sehr unvorbereitetes Video. So, aber das ist jetzt so besser. Ich glaube, so ist besser, ne? Ja. Ich lasse jetzt auch das Licht an, obwohl draußen ist ja wohl das Wetter der Knaller. Es ist heiß, es ist keine Ahnung. Aber ich kann euch auch irgendwann nochmal den Garten zeigen, im Wintergarten und keine Ahnung. Auf alle Fälle, guckt euch das mal an. In Rot, in Orange, in Gelb, in Durchsichtig. Hier ist noch ein Blauer, in Grün. Wartet mal. Wir machen das mal. Wir machen das mal anders. Und zwar, ich kipp mal welche aus, damit wir auch die Motive sehen. Ich hoffe, ich finde jetzt was Schönes auf die Schnelle. Dass ihr mal das muss ich euch jetzt zeigen. Das ist ja der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also, Romy, du hast es mehr als gut mit mir gemeint. Also, ich muss mich da revanchieren. So, ich schüttel euch jetzt mal ein paar aus. Weil das möchte ich euch jetzt hier wirklich gerne zeigen. Auch wenn das jetzt zwei Teile sind. Also, das ist. Also, ich ehre Romy damit. Ne? Also, guckt euch das mal an. Da haben wir Kristallherzen. Oh, die sind vor allen Dingen so facettiert. Geil. Dann haben wir hier Blätter. Hier auch ach, da seid ihr. Blätter. Einfach nur geil. Denn ovale, große, vor allen Dingen, seht ihr, oh, ich finde die so cool. Also ich denke mal, die sind von QVC. Und die sind richtig geil. In Lila, in Quadrate. Das ist mega. Mega, mega, mega. Aber auf sowas stehe ich ja, ne? Also ich bin da ja so geil. Romy, also ich bin platt. Ich bin so platt, das glaubst du gar nicht. Ich finde das so cool. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen. Mein Herz leuchtet. Ich quietsche von innen. Einfach nur geil. Dann haben wir hier ein Tütchen. 50 Stück. So oval. Also ovale, lilane. Geil. Geil, geil. Also ich stehe auf sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier solche lilanen Tropfen. Moment, ich fokussiere euch mal. So, lilane Tropfen. Ich finde die so cool. Und sie schrieb mir noch, in dem Brief schrieb sie mir, sie hat mal soeben ihre Kartons aufgemacht und was rausgesucht. Romy, das ist Wahnsinn. Also, ich hätte mich wirklich nur über das hier riesig gefreut. Also, oder die Hälfte, aber. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das Ding nimmt, und das nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Aber ich würde auch ganz gerne. Moment mal. Ich möchte, weil es ist super schön. Das hier ist super schön. Und ich möchte bitte, ich möchte es euch jetzt in dem Video drinnen lassen. Ich räume. Rumi, nimm mir das jetzt bitte nicht böse. Ja, es ist alles traumhaft schön. Aber ich möchte bitte, dass das Selbstgemachte im Vordergrund steht. Und deswegen nehme ich das jetzt mal ein bisschen kurz beiseite.
Also es steht hier noch auf dem Schreibtisch. Ich hoffe, du bist mir da jetzt nicht böse, aber ich möchte, dass das jetzt einen Ehrenplatz bekommt. So, so. Also, weil das ist traumhaft. Also du hast das echt toll gemacht. Ah nee, komm nach innen. Guckt euch das mal an. Und die werde ich mir hier auch so hinstellen, wie sie ist. Mach gucken. Also das wird definitiv nicht verschenkt oder so. Also ich finde das geil. Dann haben wir hier die Tropfen in Pink. Pink? Ja, Pink. Pink, Rosa. Ja. Oh, die sind toll. Mit sowas kann man ja immer was anfangen. Ne? Dann haben wir einen großen Kristall. Nee, einen großen Kristall. Ein großes Steinchen. Aber da seht ihr das so, so mit einem Stern drin. Ist ja auch cool. Also einen großen habe ich noch nie gehabt. Immer gesehen, so in den Videos und keine Ahnung, aber noch nie selbst gehabt. Oh, guckt, das ist ein Kristall. Das ist ein Riesenkristall. Wartet mal. Das zeige ich euch mal richtig. Oh, Romy, das hast du hast viel zu viel eingepackt. Viel zu viel. Guckt mal. Seht ihr die Facettierung? Ist der Burner, oder? Guck mal. Wow, geil. Der ist cool. Guck mal, was ich damit anstelle. Sag mal, hat einer von euch, das könnt ihr mir vielleicht gerne beantworten, hat einer von euch mit solchen schon mal eine Mold gemacht? Das heißt, also, mich würde nämlich interessieren, auch wenn wer einer aus solchen eine Mold gemacht hat, und ich dann quasi da Resin reingieße, weil rein theoretisch ist ja glaube ich, nichts anderes, oder? Dann müsste man doch schon solche Dinge dann auch irgendwie öfter hinbekommen, oder? Also wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, könnt ihr mir das gerne... Also ich bin für jede Antwort dankbar. Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Ob das denn so ist oder nicht. Oder ob ich jetzt ein blödes oder falsches Denken habe. Es kann ja auch sein, dass ich dann Denkfehler habe. Also das wäre toll, wenn ihr mir das sagen könnt. Oh, der ist super. Dann haben wir nochmal einen in Blau. Oh, die sind so cool. Noch einen in Grün. Oh, die sind echt der Knaller. Dann kommen wir hier. Kommst du her? Durchsichtig oder milchig oder klar. Ich denke mal klar. Klar ist ein guter Ausdruck. Ein Clear euch glitzern. Seht ihr das? Ne, jetzt nicht mehr. Doch, tatsächlich. Geil. Ich bin so ein Fan. Mal guckt mal, das sind solche abgerundeten. Wie sagt man denn so? Also die sind auf alle Fälle clear. Nur die sind so abgerundet. So, Romy, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass die jetzt in der Packung bleiben. Aber ich glaube, ich glaube bei meinem Talent, weil ich bin so aufgeregt. Immer noch. Ich glaube, die würden hier überall rumfliegen. Aber die sind so clear und die sind total schön. Und so viel, da kommt noch so viel. Dann haben wir hier solche was ist denn das? Ein helles Gold, sag ich jetzt einfach mal. Und so kleine Halbperlen. Oh, die sind auch toll. Das ist toll. Oh, ich stehe ja drauf. Dann haben wir hier nochmal einen in Lila. Ach Quatsch, in Lila, in Grün. Und in Clear. Oh, die sind auch toll. Und gucken, was ich damit Schönes mache. Dann haben wir einen in Blau, in Rot. Die sind so cool. Dann haben wir hier solche Rauten. Das sind Rauten. In Pink. Und gleich so viel. Warum hast du mir denn so viel davon geschickt? Oh, das ist so toll. Aber das hätte doch nicht Not getan. Nicht so viele. Guck mal, so hätte doch völlig gereicht. Aber ich freue mich so megamäßig. Dann haben wir nochmal so ein helles Rosa, so ein Altrosa, so zartes Rosa. Auch so kleine Halbperlen und so, das mag ich ja. Kann ich ja auch. Denn so ein leichtem Grün. Die sind auch cool. Die glänzt alles. Du arbeitest auch gern mit Glitzer, ne? Finde ich cool. Oh, ich stehe auch sowas. Oh, Romy, ich danke dir. Oh, denn hier solche. Wie sagt man denn dazu? Also die sind definitiv so ein Blau-Grau-Ton. Also bei euch sehen die bläulicher aus, als sie in Wirklichkeit sind. Aber die sind cool. Die sind so geschwungen. Die sind auch cool. Seht ihr das? Ich finde, die sind der Knaller. Oh, ich danke dir. Da ist so viel drin. Denn solche
Oh, solche Schmetterlinge. Solche klaren Schmetterlinge. Warte mal ganz kurz. Sind die? Das sind Halbperlen in Schmetterlinge. Das ist ja noch cool. Also ich hole euch mal einen. Den nehmen wir auch da. Seht ihr das? Das ist cool. Sowas mag ich. Da, das gefällt mir. Das gefällt mir alles. Alles. Also da ist nichts, was mich... Wow. Also hier ist nichts, was mir... Wo du... Also hast meinen Geschmack völlig getroffen. Das ist geil. Dann haben wir hier... Was ist das denn? Ah, das ist... Guckt euch mal. Das ist Band. Oder ja. Das ist Band. Bordüre, sag ich jetzt mal. Für Karte. Das ist cool. Mit Rosen. Also Goldumrandung und Rosen. Das ist ja cool. Das heißt, hier brauche ich einfach nur einen Klebestreifen raufmachen und dann kann ich damit die Karten, Alben oder sowas verzieren. Oh, das ist cool. Dankeschön. Also ich danke dir wirklich für alles. Das ist geil. Ah, Idee mit Herz. Guck mal. Bordüre. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ja, also wirklich, du hast wirklich meinen Geschmack mit allem getroffen. Mit allem. Mit allem, was ihr hier seht, ist das voll mein Geschmack. Dann haben wir in... Moment. Fokus. Da. Das ist so Elfenbein, so ein cremefarbener Ton. Auch Halbperlen. Oh, ich finde die so toll. Oh, ich stehe ja drauf. Ich mag die super gerne. Dann haben wir hier auch eine Borte in rosa. Die ist cool. Kunstmark. Sowas ist cool. Sowas mag ich. Kann man super Karten, Alben etc. Geil. Kann ich super viel mit anfangen. Oh, danke schön. Danke, danke, danke. Das ist der Oberburner. Dann haben wir hier auch ovale, clear, Strasssteinchen. Und dann so viel. Warum hast du mir so viel geschickt? Guck mal da, die Hälfte hätte gereicht. Oh, das hast du jetzt gar keine mehr. Oh, die sind so toll. Die sind echt der Burner. Geil, 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 geil. Und auch so viel drin. Dann haben wir eine Mischung aus Halbperlen und, Strasssteinchen, aber so richtig tolle große. Sowas habe ich gar nicht. Also solche großen habe ich gar nicht. Aber du darfst mir gerne sagen, ob die auch sind, die auch für Ideen mit Herz. Ich weiß es nämlich nicht, aber die sind Wahnsinn. Die sind so toll. Also ich habe weder diese Größe noch die Größe. Und die sind so geil. In Orange, in Grün, in. Hier ist noch ein roter. Guckt euch das mal an. Ist das nicht cool? Oh, und vor allen Dingen hier, rosa. Ich stehe auf rosa. Ich stehe auf rosa wie Sau, ne? Hier noch ein helles Grün hier. Da noch ein helles Grün. Und also die Mischung ist der Wahnsinn. Geil. Also ich finde, also mein Geschmack 100 pro getroffen. Auch das dunkelgrüne, geil. Finde ich sehr schön. Danke, danke, danke schön. Und es nimmt kein Ende. Dann haben wir hier noch einen roten. Wir haben jetzt so viele hiervon. Oh, guckt euch das mal an. Wir haben so viele hiervon. Wir haben echt zwei blaue. Da zeige ich euch das jetzt nochmal. Zwei rote. Drei grüne. Und einen klaren. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Oh, mal gucken, was ich mir damit einfallen lasse. Dann haben wir hier noch eine Bordüre. Aber mit rosa, oh, ich stehe auf rosa, mit rosa Rosen, sag ich jetzt mal. Also sie sehen wirklich aus wie kleine Röschen, finde ich. Da könnt ihr es besser sehen. Oh, das ist so toll. Oh, ich muss das hier mal ein bisschen mehr in Szene setzen. Oh, das sind so tolle Sachen, das haben sie einfach verdient. Oh, cool, hier haben wir ein clear, Kristall. Wo habe ich denn den anderen?
Der hier ist in Rund und der ist im Herzen. Das ist cool. Also damit muss ich mir definitiv was Besonderes einfallen lassen. Ich finde die einfach nur geil. Vielleicht mache ich mir auch eine Mold draus. Muss ich gucken. Dann haben wir hier Stars. Moment. Also das hier ist jetzt mein, das, also das selbstgemachte, ganz ehrlich, das ist ja auch mein Prunkstück hier. Also ich finde die so toll, auch mit den Magneten. Also ich finde die Idee ist der Knaller. Also wenn du hast, ansonsten, ich kann mir das auch ausmessen. Auf alle Fälle werde ich die auch nachmachen. Weil hier so zum Einpacken, um Kleinigkeiten zu verschicken, das ist ja wohl mega. Also das werde ich definitiv abgucken. Auch hier, guckt euch das mal an. Geil. Also die Idee, wenn du nichts dagegen hast, werde ich mir definitiv abgucken. Und das ist übrigens hier die Feder. Und das ist, die Feder ist, glaube ich, nee, oder? Nee. Geil, aber ich bin, also Rumi, traumhaft, traumhaftes Paket. Aber hier haben wir Schmuckband, 2 Meter. Das ist doch kein Schmuckband. Du hast hier Kette aufgerollt, warte, genau. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo mache ich euch auf hier? Das müssen wir uns jetzt angucken. Das ist ja wohl mal. Das ist doch kein Schmuckband. Oh, guckt euch das mal an. Oh Gott. So. Eine mit großen Gliedern. Oh, die ist ja cool. Die ist ja wohl mit der Knaller oder was? Geil. Also sowas habe ich ja noch überhaupt nicht. In Gold. Und seht, ich weiß nicht, seht ihr das? Dass die so. Moment. Ich hoffe, mein Fokus der. Ja. Seht ihr das? Dass die solche so Rillenmuster. Die ist ja mal richtig cool, oder was? Geil. Das ist cool. Stellt euch mal ein richtig schönes, großes Resin-Teil vor. Und dann an so einer großen Kette. Geil, oder? Oh, ich danke dir. Ich danke dir sehr, sehr, sehr dafür. Dann haben wir hier noch drauf. Also, mir ist das jetzt auch egal, ob ich das jetzt auseinanderkribbel oder so. Dann haben wir hier Kupfer, habe ich noch gar nichts. Also Rotkupfer, sage ich jetzt mal. Kette. Habe ich noch gar nichts von. Die ist cool. Oh, Dankeschön. Das ist richtig geil. Und Gold. Gold habe ich auch nicht. Das ist cool. Oh, Rumi, ich danke dir von Herzen. Also, du glaubst gar nicht, wie sehr ich dir danke. Guckt euch das mal an. Die ist so cool. Und genau die richtige Größe auch. Also, ich arbeite gerne mit dieser Größe. Ah, ich bin so ein Fan. Geil. Danke, danke. Auch hier mit dem Rotkupfer. Finde ich cool. Also, die pübbel ich dann nachher nochmal drauf. Aber die ist ja wohl mal mega, oder was? Guckt euch das mal an. Also, ich find's geil. Aber das ist so viel. Warum schenkst du mir so viel? Oh, das hat auch alles mit Mut getan. Aber ich freue mich so wie Sau, ganz ehrlich. Ich freue mich extrem Sau. Geil. Einfach nur geil. Rumi, wie du siehst, guckt euch mal die Masse an. Wartet, ich schenke euch nochmal. Guckt euch mal die Masse an. Und das als eine Ü-Post. Es ist ja kein Tauschpäckchen, es ist eine Ü-Post. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist so toll. Rumi, ich danke dir wirklich aus tiefstem Herzen. Ich bin sprachlos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Oder die Videos, es sind ja 2 Teile. Haben dir gefallen? Also, ne, wir sind ja jetzt am Ende. Und wir haben Samstag Nachmittag. Die Sonne scheint. Es ist Bombenwetter. Mein Schreibtisch sieht aus wie Geburtstagstisch. Und ich bin sprachlos. Also, ich danke dir von Herzen, Rumi. Wie gesagt, auch bei Facebook ist sie. Und ich werde beides, dass ihr auch zu ihr kommt, sicher und heile zu ihr kommt, werde ich ihre Seiten verlinken unten in der Infobox. Und schaut auf alle Fälle rein. Es lohnt sich definitiv. Sie zeigt so tolle Sachen. Sie
Vor allen Dingen, dass jeder versteht es und es ist toll. Ja, ich weiß nicht, ich bin hier noch platt. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!